Mama und schöne Weihnachten. Wir sehen uns ja dann übermorgen. Die Nordsee ist ein raues Meer. Besonders um die Jahreswende, wenn Winterstürme ihre Wasser peitschen. Der 24. Dezember aber war ein ausnehmend ruhiger Tag. Tja, wenn dieser Sturm anhält, dann sitzt ihr hier bis Neujahr fest. Was machen wir bloß die ganze Zeit, wenn wir wirklich so lange hier bleiben müssen? Zu essen haben wir jedenfalls genug. Äpfel, Apfelsinen, Haselnüsse, Pfefferkuchen. Ja, ja. Gestern Abend war es sehr spät geworden, bis wir alle Geschenke ausgepackt und begutachtet hatten. Und dann hatten Hauke und ich noch geklönt, wie wir von der Küste sagen, was so viel bedeutet wie Pfeife rauchen, einen schönen heißen Grog trinken und von der guten alten Zeit erzählen, während Katja auf dem Plüschsofa eingeschlafen war. Heute Morgen frühstückten wir sehr spät in der kleinen Küche, direkt unter der Kuppel des Turmes. Der Wind heulte dort so laut, dass man jedes Wort schreien musste. Und so waren wir schnell wieder ins Weihnachtszimmer hinuntergegangen. Die Insel Lobos, die vor der afrikanischen Küste zwischen den Inseln Fuerteventura und Lanzarote liegt, ist vor allem eines, sie ist klein. An ihrer Nordseite, wo der ausgediente Leuchtturm steht und Teile eines Dampferwracks herumliegen, ist sie ein Felsen. Aber im Süden kann man in einer Bucht mit feinem weißem Sand herrlich baden. Auf den ersten Blick ist sie unbewohnt, aber auf den zweiten sieht man an ihrem äußersten Südostzipfel zwei Häuser und mehrere kleine Ställe aus dunklem Vulkangestein. Etwas erhöht steht ein langes weißes Gästehaus, aber das wurde erst vor ein paar Jahren gebaut. Genau dort sah man an einem schönen, sonnigen 24. Dezember zwei dunkel gekleidete Frauen mit Wischeimer und Schrubber herauskommen, während ein zierliches Mädchen von etwa 5 Jahren vor einem hageren, älteren Mann davonlief, der sie mit seinen Strohsandalen kaum einholen konnte. Was hast du da gesagt? Was wollen diese Teufelsbraten von deinen Brüdern veranstalten? Ein Weihnachtseselrennen. Jesus! Ich habe meinen Lebtag noch kein Weihnachten gefeiert und schon gar nicht mit einem Weihnachtseselrennen. Wo sind die zwei Halunken? Na, auf den Hügel am Strand bei den Eseln, Papa. Na, wartet, Bürschchen. Och, auch das noch. Seht doch, da kommt die Barkasse mit Don Alejandro. Macht Kaffee, Frauen. Ein neues Gedicht? Ja, das Mauselied vom neuen Jahr. Beginnt ein neues Mausejahr, hörst du die Mäuse singen. Das Altjahr war ein Lausejahr, ein Mäusezwick und Zausejahr, ein flaues Flick und Flausejahr. Was wird das Neue bringen? Wie wünschen sich das neue Jahr die Mäuse aller Enden? Sie wünschen sich ein Freuejahr, ein Mäuseringelreiejahr, ein sattes Weizenkleiejahr und Wurst und Schinkenspenden. Doch meistens ist das neue Jahr, wie viele Jahre eben, ein bisschen Trink- und Tanzejahr, ein bisschen Schuft- und Schanzejahr, ein bisschen Firlefanzejahr, denn piep, so ist das Leben. Danke, Herr Dichter. Was du immer mit den Mäusen hast, Boy. Hallo, Helgoland, wir kommen! Weihnachten im Leuchtturm auf den Hummerklippen von James Krüss. Hörspielbearbeitung Karin Pfeil. Die Rollen und ihre Darsteller. Der Dichter Herr Boy. Dann erzählt man einfach los. Uwe Friedrichsen. Leuchtturmwärter Hauke Sievers. Immer mit der Ruhe. Wolfgang Völz. Seine Enkeltochter Katja. Schöne Weihnachten. Paula Dinnebier. Die Mausdame Feline. Unglaublich. Maria Happel. Wow. Ich weiß genau, dass ihr drin seid. Na, wartet, Bürschchen. Annette, Luzi Telemann, Vater Antonio, Sven Lehmann. Komm schnell in die Küche, Julchen, bevor die Tür zufällt. Aua, mein Schwanz. Die Mäuse Katinka und Julchen, Corinna Waldbauer und Carmen Birk. Schildkrötensuppe. Die Schildkröte gehört mir. Was? Fabrikantenfrau Heike Ronniger, Sabine, Emma Telemann. Ich habe viel Glück gehabt. Jemal, Helmut Kraus, der Händler aus Isfahan,
Jens Wawracek. Ich bleib dabei. Mach es lieber so wie ich. Bleibt dabei Sven Plate, lieber so Maike Droste. In weiteren Rollen Rosemarie Deibel, Maria El Alhabi, Günter Grabert, Karl Heinrich, Ellen Hellwig, Andreas Keller, Katharina Kohl, Friedrich Kohl, Matthias Matschke, Jörg Malchow, Marlies Reusche, Paul Schulze, Lukas Sickert, Rashid D. Sitgi und Charlotte Suko. Dramaturgie Judith Reuters. Komposition Serge Weber. Ton Holger König. Schnitt Christian Grund. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Hans-Helge Ott. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2008.